Hallo IMTB News, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel. Ich habe hier heute was ziemlich Cooles dabei und zwar das Nox Helium 5.9. Das ist ein E-All-Mountain-Rad mit 160 mm Federweg an Front und Heck, schnellen 29 Zoll Laufrädern und Fazua Ride 50 Trail Motorsystem. Das Nox Helium 5.9 ist ein astreines Light-EMTB. Wir haben hier einen Fazua-Motor mit 58 Newtonmeter maximalen Drehmoment. Wer sich bei der Kategorie noch nicht so ganz auskennt, wir haben das vor einigen Jahren mal klassifiziert. Es gibt Light-EMTBs, die bis 60 Newtonmeter maximales Drehmoment haben. Es gibt Performance-EMTBs, die bis 90 Newtonmeter haben. Und Power-EMTBs, die über 90 Newtonmeter maximales Drehmoment haben. Hier, wie gesagt, 58 Newtonmeter Light-EMTB von der Kategorie. Bedeutet nicht, dass es zwangsläufig super leicht ist vom Gewicht. Das Modell hier wiegt 20,4 Kilo. Da gibt es sicherlich vergleichbare Modelle, die leichter sind und die 20 Kilo Marke deutlich unterschreiten. Beim Motorsystem haben wir hier ein Fazua-System. Fazua, wer es noch nicht gehört hat, ist eine Marke aus München. Das ist ein deutscher Hersteller, der einen kleinen, ziemlich coolen Motor entwickelt hat vor einigen Jahren. Das neue System Ride 50 Trail hat 58 Newtonmeter maximales Drehmoment und fährt sich im E-Mountainbike, im leichten E-Mountainbike auf jeden Fall ziemlich gut. Man kommt Trails rauf und runter, hat nicht so viel Wumms wie natürlich ein Performance-Motor à la Bosch oder Shimano, aber funktioniert ziemlich gut. Das ist die komplette Drive-Unit von Fazua. Wir haben hier vorne den Akku, hier hinten den Motor. Und wer jetzt Lust hat, das Nox Helium 5.9 ohne Motor zu fahren, sprich als normales Mountainbike, der kann das tun, weil Nox bietet, also liefert mit ein Cover. Und dann kann man das hier ganz elegant schließen. Dann hat man quasi ein motorloses Mountainbike. Und wenn man Lust hat, E-Bike zu fahren, packt man das wieder rein und hat das E-Bike. Gewicht von der kompletten Drive-Unit hier ist bei roundabout 3,2 Kilo. Nox bietet die Möglichkeit, das Rad als Short-Track- und Long-Track-Version zu kaufen. Die Short-Track-Version, da ist ein Akku dabei, also der sitzt hier drin, 252 Wattstunden Akkukapazität. Und beim Long-Track legt man 200 Euro drauf und bekommt einen zweiten Ersatzakku mit dazu und hat somit, zwar im Rucksack, aber dabei, etwas über 500 Wattstunden Akkukapazität. Nox bietet das Helium 5.9 in drei Versionen an. Es gibt das Comp, das Expert und das Pro. Wir haben hier das Expert für 6.599 Euro. Dann gibt es noch eine günstigere Version und eine teurere Version. Das Modell hier neben mir ist das Expert-Modell mit einem RockShox-Fahrwerk. Wir haben eine Lyric an der Front, 160 mm vorne und hinten. Wir haben eine SRAM GX Eagle-Schaltung. Wir haben Magura MT5-Bremsen. Continental Reifen und DT Swiss Laufräder. Dazu einen ziemlich schnörkellosen Carbonrahmen, der im Gegenzug zum Vorgängermodell eine etwas organischere Formen hat. Hier sieht man es ganz schön und auch hier vorne sieht man es ganz schön, was etwas steifer ist in der kompletten Konstruktion. Wir konnten das Nox schon gute 4 Wochen vor dem offiziellen Release ausgiebig testen. Und wir würden euch jetzt ganz gern mitnehmen auf die Trails und euch zeigen, was das Rad so kann. Auf dem Trail punktet dieses 160 mm Fully mit einem ausgewogenen Fahrwerk, welches harmonisch arbeitet, sich leicht abstimmen lässt und auch gröbere Brocken mühelos wegsteckt. Dazu kommt das agile Handling in Kurven und auf engen Trails. Der Fazua Ride 50 Trail Motor leistet 58 Newtonmeter maximales Drehmoment und fährt sich harmonisch und homogen. Mit einem Gewicht von etwas über 20 Kilogramm ist das Nox zwar kein Leichtgewicht, es ist aber gut ausbalanciert, lässt sich leichtfüßig handeln und besitzt ausreichend Reserven, wenn es mal härter zur Sache geht.
Leider hat der Akku auch in diesem Jahr nur 252 Wattstunden Kapazität. Um dem Problem des in unseren Augen deutlich zu kleinen Akkus Herr zu werden und mit einem eMTB auch längere Touren fahren zu können, bietet Nox beim Neukauf die Wahlmöglichkeit zwischen Short- und Longtrack. Eine clevere Idee, denn hier gibt es für 200 Euro Aufpreis einen zweiten 252 Wattstunden Akku dazu. Cool, dass ihr dabei wart. Vielleicht hat euch das Rad ja gefallen. Wenn ihr Fragen zu dem Nox Helium 5.9 habt, postet es hier in die Kommentare. Wir werden das beantworten. Wenn ihr den ausführlichen Test lesen wollt, auf eMTB News findet ihr den umfangreichen Artikel dazu. Bleibt elektrisch!